So, das wäre also der Vorschlag für die Tagesordnung. Wir sollten uns als erstes mit dem neuen Schweißgerät beschäftigen. Beim Arbeiten damit entstehen so viele Schweißraute. In Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten ist die Bildung eines Arbeitsschutzausschusses, kurz ASA, erforderlich. Der ASA setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: Unternehmer, Meister, Sicherheitsbeauftragter und, sofern vorhanden, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsarzt und Betriebsrat. Man sollte einfach ein neues Gerät kaufen. Das wäre schon wichtig, meine Kollegen. Der Arbeitsschutzausschuss tagt mindestens einmal vierteljährlich. Dort werden die im Betrieb anstehenden Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes besprochen und Probleme geklärt. Der Arbeitsschutzausschuss beschließt verbindlich Arbeitsschutzmaßnahmen, die protokolliert werden. Wir müssen mal Messungen durchführen, aber ich denke, um eine stärkere Absaugung kommen wir nicht herum. Das Protokoll enthält die einzelnen Maßnahmen, die Verantwortlichen für die Durchführung sowie die Erledigungstermine. Die Schweißrauchentwicklung sollten wir mit der neuen Absaugung dann ganz gut in den Griff bekommen. Wunderbar. Sehr zufrieden. Gut, schauen wir weiter. Ja. Kann er dann wieder gut arbeiten.